Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Es war einmal in Südberlin Box von Silla. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Es war einmal in Südberlin von Silla, ehemals Godzilla. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine schwarze Box. Und hier in weißer Schrift, erinnert stark an so eine Marker, an so eine Tag-Schrift, lesen wir Silla, es war einmal in Südberlin. Das Ganze, ja, schwarz-weiß, relativ schlicht gehalten. Wobei man sagen muss, dass die Box nicht glatt schwarz ist, sondern wir haben hier, auch wenn es vielleicht nach Dreck oder so aussieht, aber die Box hat hier so einzelne Flecken auf dem Schwarz, also so Farbspritzer, Kleckser, wie auch immer. Und dann haben wir hier noch zu lesen, Silla, es war einmal in Südberlin. Und auf der Rückseite den Inhalt. Es war einmal in Südberlin Premium Edition, es war einmal in Südberlin Poster, es war einmal in Südberlin Kassette, es war einmal in Südberlin Remix EP, Silla Autogrammkarte und Silla Walkman. Dann noch die Credits und ein Barcode. Alles klar. Gut, reguläre Klappbox. Dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Hier ist einmal der Walkman, der Silla Walkman, ja, nicht von Silla, sondern von Smart oder Music Man. Die Remixes, das Album auf Tape bzw. Kassette, die Autogrammkarte und ein Poster. Gut, die Box von innen glatt weiß. Machen wir das Ganze mal zu. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt, beziehungsweise direkt zum Album. Wir haben hier das Cover des Albums, Silla, es war einmal in Südberlin zu lesen. Oben lesen wir Major Moves präsentiert. Und wir haben hier Silla, der aus, also womöglich, gut möglich, dass es Silla ist, der hier aus einem Fenster hinausschaut. Und ja, das Ganze etwas trist. Schwarz und weiß, wirkt sehr traurig. Ist natürlich die Frage, ob er das selber ist oder ob das einfach so nachgestellt wurde mit einem Jungen. Ich nehme mal ehrlich gesagt an, jetzt rein von der Optik, er ist es nicht persönlich, sondern das Foto wurde nachgestellt. Aber falls ihr da mehr dazu wisst, gerne in die Kommentare. Dann haben wir hier 15 Tracks an der Zahl und jede Menge Features. Wir haben Features von Motrip, Karen Fearlay, nochmal Karen Fearlay, nochmal Raf Camora und Vega, Joker und Moe, David Pino und Remo. Ich muss sagen, meine Favoriten, meine Lieblingstracks sind Track Nummer 4, Die beste Zeit ist jetzt, und dann Track Nummer 9, Tarnfarben. Das sind die, die mir speziell hängen geblieben sind. Dann haben wir noch die Credits und einen Barcode. Und auf der Seite lesen wir auch nochmal, was lesen wir hier? Silla, es war einmal in Südberlin. Stellt jetzt gerade nicht scharf, Moment. So, aber jetzt Silla, es war einmal in Südberlin. Gut. Dann haben wir hier das Booklet. Weitere Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Diesmal ist es wirklich Silla, aber eben nicht das Kind, sondern in aktuellem Alter. Die Tracks aufgelistet, inklusive Infos, wer daran beteiligt war. Berliner Züge, Bahngleisen. Das dürfte wohl Jägermeister sein. Sein Kryptonit. Weitere Tracks. Und dann hier am Ende noch die Infos zu den einzelnen Beteiligten. Alles klar. Und dann haben wir hier noch Silla auf einem Balkon bzw. auf dem Dach, wie er hier auf seine Wohnsiedlung herunterblickt. Dürfte wohl Südberlin sein. Gut, dann haben wir die Album-CD, die ist in schwarz und weiß gehalten. Silla, es war einmal in Südberlin, lesen wir hier. So sieht das aus. Dann haben wir eine zweite CD und zwar beinhaltet diese die Instrumentals. Hier lesen wir Instrumentals Disc 2, Silla und das Logo von ihm.
Dann haben wir die Remixes. Silla, es war einmal in Südberlin Remixes. Und zwar haben wir hier 6 Tracks. Menu Edit, Freshmaker Edit, Amazon Explosive Edit. Und dann hier auch noch 6 Instrumentals. Finde ich schön, dass nicht nur eine EP ist mit 6 Tracks oder 6 Remixes, sondern dass auch die 6 Tracks wirklich hier dann noch als Instrumental drauf sind. Feier ich. So sieht das aus. Und das Ganze in einer Papphülle. Dann haben wir die Autogrammkarte. Hier Silla, ebenfalls wieder in Schwarz und Weiß. Silla, es war einmal in Südberlin, lesen wir hier. Und hier wurde unterschrieben mit schwarzem Stift. Auf der Rückseite haben wir die Infos zur Es war einmal in Südberlin Tour 2017. Hier die Dates. Dann haben wir die Kassette zum Album. Es war einmal in Südberlin. Also das Ganze auf Tape. Ja, klassische Kassette. A- und B-Seite, ihr kennt das. Ich hätte nur ehrlich gesagt es bevorzugt, wenn hier in der Tape-Hülle, in der Kassettenhülle auch noch irgendwie ein Cover oder was wäre. Zumindest ein Einleger wäre schön gewesen, wenn das nicht so nackt wäre. Aber ja. Also, dass man nicht direkt auf die Kassette durchsieht. Dann haben wir ein Poster, einseitig bedruckt. Das Ganze im Querformat. Hier haben wir Silla im Garten vor einem Haus stehen. Ist die Frage, ob das sein Haus ist oder das Haus seiner Eltern, in dem er aufgewachsen ist, gut möglich, dass das sein Elternhaus ist. Es war einmal in Südberlin, lesen wir hier oben. Und dann hier rechts ist noch ein schwarzer Streifen, der nimmt circa ein Drittel, ein Viertel des Posters ein. Hier lesen wir auch nochmal Silla, es war einmal in Südberlin. Diese Tagschrift, die wir auch schon von dem Boxdeckel, von dem Boxcover kennen. Relativ groß, das Poster. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch diesen ominösen Walkman Smart JL3000RC Music Man Stereo Radio Cassette Recorder. Alles klar. Gut. Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht so angetan von dem Ding. Also, ich weiß jetzt gar nicht, wie das qualitativ ist. Ich meine, als Bonusinhalt einer Box kann man sich erwarten, dass es jetzt nicht das High-End-Gerät sein wird. Aber ich bin generell schon Fan von Tapes und Kassetten. Allerdings bevorzuge ich es dann, die ganz klassisch in einem Tape-Deck oder so anzuhören und nicht über Walkman. Aber, ups, das ist auf jeden Fall ein kleiner Walkman. Bin mir sicher, die meisten, die dieses Video anschauen oder die meinen Kanal abonniert haben, die werden so etwas vielleicht gar nicht mehr kennen. Also noch vor Discman und MP3-Player sind wir mit so etwas herumgelaufen. Ich kann mich noch erinnern, als ich den ersten damals hatte. Ich glaube, meiner war von Sony damals. Da habe ich mir darauf meine Benjamin Blümchen Kassetten, Bibi Blocksberg und wie sie alle hießen, angehört. Die drei Fragezeichen. Jawohl. Ja, so sieht sowas aus. Also meiner hat etwas anders ausgesehen. Meiner war auch schwarz damals. Wir haben hier einen Sticker. Ah, okay, das gehört wahrscheinlich hier oben hin. Das ist schon abgegangen. So ein kleines Silla-Schild. Okay, jetzt scheint es wieder zu kleben. Dann haben wir hier natürlich diverse Tasten. Also Play, Stop, Vorspulen, Zurückspulen und das dürfte für Aufnahme sein. Rec, also Recording. Dann kann man hier sogar Radio und Tape switchen. Also mit dieser Antenne dürfte man wohl Radio empfangen können. Das hier natürlich da, um es an den Hosenbund zu machen. Und dann haben wir hier noch die Öffnung, wo die Batterien reinkommen. Ja, also wirkt jetzt von der Optik etwas, ja. Also wirkt von der Optik schwer zu sagen. Es sieht ehrlich gesagt nicht so gut aus, finde ich ehrlich gesagt. Das war auf die Optik bezogen. Und vom Gefühl her, er wirkt etwas klapprig. Ich würde natürlich jetzt interessieren, wie ich da die Seite aufbekomme. Ah, okay.
Normalerweise hat man dafür irgendwie eine Taste, aber hier gibt es keine Taste, sondern einfach so. Dann legt man hier die Kassette ein, macht. Gut, jetzt hat sich dieses Schild wieder verabschiedet. Also ihr seht schon. Ich meine, er wird seinen Zweck erfüllen. Ich denke mal, man kann damit Kassetten anhören. Aber wie gesagt, nachdem das als Boxen halt ist, ist das jetzt kein High-End-Gerät und wird wahrscheinlich in der Produktion auch nicht allzu viel gekostet haben. Die Kopfhörer, die dabei sind, ebenso. Gut, das war's auch schon. Also, wir haben zum Abschluss noch einmal kurz den Boxinhalt. Der eben gezeigte Kassettenrekorder plus Kopfhörer. Das Poster, einseitig bedruckt im Querformat. Die Kassette des Albums Es war einmal in Südberlin. Die Autogrammkarte von Silla unterschrieben. Die Remix-EP zum Album inklusive Instrumentals. Und das Album Es war einmal in Südberlin inklusive Instrumentals. Das alles in dieser wunderbaren Box. Silla, Es war einmal in Südberlin. Ich muss ganz ehrlich sagen, mein Lieblingsalbum ist von Silla nach wie vor aus dem Jahr 2007, City of God. Seitdem waren meiner Meinung nach alle Alben schwächer als City of God. Ich würde mich sehr freuen, wenn es irgendwann mal City of God 2 geben würde, aber wer weiß, vielleicht kommt es ja noch. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Silla unterstützen möchtet, dann findet ihr Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.